Ja, herzlich willkommen und einen schönen guten Morgen zu diesem neuen Video in der Reihe Digitale Lehre. Wie angekündigt, möchte ich heute eine Interviewreihe einläuten mit diesem ersten Teil, und zwar mit einem Gespräch, das von Studierenden aufgezeichnet worden ist, im Hinblick auf ihre Erfahrungen, die sie im digitalen Semester gemacht haben. Ich werde das Video jetzt begleiten. Das erste Mal sehen und werde mir entsprechende Notizen dazu machen und ganz kurz nach dem Gespräch noch einige Aspekte aus meiner Perspektive hinzufügen. Bin sehr gespannt auf die Unterhaltung und kann mir durchaus vorstellen, dass es nicht bei diesem einen Teil bleibt, sondern dass wir möglicherweise hier eine Gesprächsreihe daraus machen, auch im Hinblick darauf, wie wir uns oder wie wir die Lehre im nächsten Semester planen werden. Bin sehr gespannt und würde ganz gern jetzt schon hier in das Video einblenden. Die Rechte dafür liegen bei Erik Gebel, der möglicherweise das Original auch auf seinem eigenen YouTube-Kanal hostet, und wünsche Ihnen jetzt erstmal gute Unterhaltung und hoffentlich starke Einsichten in das Dann Studium fangen wir im einfach mal digitalen an. Semester. Ja, hallo und herzlich willkommen hier zum digitalen Lehre-Erfahrungsaustausch. Wir sind eine Gruppe von Studierenden, die es sich vorgenommen hat, einfach mal das Corona-Semester, das vergangene Semester Revue passieren zu lassen und sich miteinander auszutauschen. Was hat denn gut geklappt? Was hat nicht so gut geklappt? Und ganz wichtig, was wünschen wir uns denn eigentlich für die kommenden Semester? Und damit wir auch ungefähr Bescheid wisst, was wir hier eigentlich studieren, also aus welchen Fachbereichen kommen, stelle ich ganz kurz alle Teilnehmer vor. Also wir hätten da zum einen Veronika. Veronika studiert auf Lehramt Deutsch und Geschichte. Dann ist auch Jessica heute dabei. Sie studiert auf Lehramt Deutsch und Mathematik. Gregor studiert auf Lehramt Deutsch und Informatik. Und Stefanie studiert auf Bachelor Englisch und Kunstgeschichte. Und mein Name ist Erik Gebel. Ich studiere auf Lehramt Deutsch und GAW, Gemeinschaftskunde Politik. Genau. Fangen wir doch einfach mal ganz am Anfang an. Ja, wie begann denn das Semester für euch? Also wie habt ihr, wenn ihr jetzt an die Anfänge sozusagen zurückdenkt, es gab den Lockdown, wie ging das alles für euch los? Wie war da die erste Kommunikation, die ihr da sozusagen mit der Uni erfahren habt? Veronika. Genau, also bei mir begann das Semester sehr chaotisch, muss ich sagen. Ich war im März noch im Blockpraktikum B und das wurde abgebrochen aufgrund der Schulschließung, wo ich halt dann noch sehr unsicher war, ob das jetzt fortgesetzt wird, vielleicht am Anfang des Semesters oder irgendwann im Semester. Ich hatte vier offene Seminararbeiten, die aufgrund der Slup-Schließung nicht fortgeführt werden konnten, die teilweise jetzt auch noch zum Abgeben sind. Ja, also es war Chaos pur, man hatte keine richtigen Termine, wann jetzt was stattfindet. Erst dann, wo die Regelung kam zur Online-Lehre und dass das Semester also normal beginnt, war dann ein bisschen Sicherheit da, aber eben Abgaben und Prüfungstermine waren unklar und das hat mich sehr belastet am Anfang. Okay, Jessica, wie lief es denn bei dir? Ja, also mir ging das ähnlich. Ne? Es war die Struktur war am Anfang recht schwierig. Ich hatte aber dadurch, dass ich auch ein Tutorium in angewandter Linguistik gebe bzw. gegeben habe, auch noch ein bisschen die andere Perspektive und gerade auch aus Sicht der Lehre war das, also auch als Tutor hatte man einfach keine Ahnung, wie das Ganze jetzt aufgebaut sein soll, wie man das gut strukturieren kann. Und das zog sich halt eben von beiden Seiten dann wahrscheinlich die ganzen ersten Wochen. Also in Deutsch war das dann tatsächlich relativ schnell geregelt und auch klar, aber gerade in Mathe wurden halt am Anfang zum Beispiel nur die Skripte hochgeladen und da haben einfach direkte AnsprechpartnerInnen auch gefehlt. Also wenn man Mathe einfach nur liest, dann ist es halt einfach schwierig oder auch keine Übung direkt hat. Und da war einfach viel Kommunikation nötig, sodass ich jetzt aber sagen würde, dass wir an dem Stand sind, wo das eigentlich ganz gut funktioniert. Okay, und Stefanie, wie lief es bei dir?
Also dadurch, dass ich ja kein Lehramt studiere, hatte ich jetzt nicht solche Probleme. Ich bin noch erst im zweiten Semester, weswegen ich auch nicht irgendwelche Aufgaben oder sowas zu organisieren hatte. Weswegen für mich selber der Start eigentlich relativ einfach war, dadurch, dass ich auch nicht so Probleme habe, mich auf Computersachen einzulassen. Mir ist nur aufgefallen, dass es für viele wirklich eine Hürde war, sich darauf einzulassen, digital zu arbeiten. Also so schon Sachen, die einfach von vornherein versucht wurden, so zu machen, wie in Präsenzlehre oder eben einfach gar nicht gemacht wurde. Gerade im Bereich der Kunstgeschichte ist dort sehr viel einfach nach wie vor nur eine PDF. Und das fand ich für mich selber schwierig, weil sich irgendwas nur durchlesen ist für mich nicht wirklich studieren. Das kann ich dann doch auch ohne Studium. Und das fand ich ein kleines bisschen anstrengend, aber die meisten, zumindest im Englischbereich, haben sich wirklich große Mühe gegeben, auch von vornherein große Mühe gegeben, da wirklich was auf die Beine zu stellen, dass man zumindest soweit wie möglich sinnvoll Lehre machen kann. Es gab immer wieder ein paar kleinere Hürden und manchmal auch gewisse Misskommunikation, aber im Allgemeinen ist auch, wie mir aufgefallen ist, die Kommunikation offener geworden, zumindest im Bereich Studenten- und Dozentenkommunikation. Also das fand ich eigentlich sehr gut und so war der Start auch nicht so schwierig, weil man relativ schnell ein Gefühl dafür hatte, ob man jetzt wirklich jemanden die E-Mail doch noch schreiben kann oder eben nicht. Okay, danke. Ich habe hier auch gerade kurz zur Erläuterung. Wir haben hier so ein Tool eingebaut, da sehe ich immer, wenn Zustimmung auch von den anderen aus der Diskussionsrunde folgt. Und hier kam gerade auch Zustimmung bei dem Punkt, dass Studieren eben auch mehr ist als lediglich nur Lesen und auch bei den anderen Äußerungen. Genau, und abschließend noch Gregor, wie hast du den Anfang des Semesters erlebt? Also ich hatte das gleiche Problem wie Veronika, dass ich mal im Blockpraktikum B war und dann von einem Tag, also quasi nicht von einem Tag auf den anderen, sondern von quasi übers Wochenende da rausgeworfen wurde und quasi nicht alle Leistungen, die ich erbringen musste, erbracht hatte. Und zudem hatte ich noch das Problem, dass ich halt Vater von einem 3-jährigen Sohn bin und der dann schlagartig nicht mehr in die Kita durfte. Das heißt, selbst wenn man hier noch in einer Familie ist, wo beide Elternteile da sind, ist das halt relativ kompliziert, dann sein Studium erstmal schnell quasi umzustellen, zu gucken, wie läuft das alles. Und dann muss man irgendwie das organisieren, wenn beide Eltern in der Ausbildung sind, dass beide halt aufeinander koordinieren müssen, wann mache ich was, wann habe ich irgendwelche Seminare, dass die sich ja nicht überschneiden. Und zwischendurch dann halt noch das gemeinsame Kind, was dann natürlich auch nicht runterfallen soll. Und wann ist Zeit halt da, dass man die Seminare besuchen kann und dass halt man sich auch um sein Kind kümmern kann. Und das war tatsächlich bis vor 1,5 Monaten tatsächlich ein riesengroßes Problem, weil vor 1,5 Monaten erst die Kitas quasi wieder geöffnet haben. Und wenn man dann halt quasi seine Seminare und sein Kind gemeinsam irgendwie organisieren muss, das war fast unmöglich. Also das bringt selbst den Stärksten vermutlich an die Grenzen seiner Nervenfähigkeit. Okay, vielen Dank, Gregor. Gut, damit haben wir erstmal ein paar erste Eindrücke aus den Anfängen des Semesters gesammelt. Jetzt gehen wir mal wirklich in das Revue passieren und schauen uns zunächst erstmal an, was hat denn wirklich gut funktioniert, bevor wir dann zu den Aspekten kommen, die so gar nicht funktioniert haben. Also überlegen wir mal kurz, was hatten wir so für vielleicht direkt Highlights, einzelne Sachen, die passiert sind oder einfach irgendwelche Arbeitsformen, die besonders gut funktioniert haben. Also ich kann vielleicht mal beginnen. Ich persönlich finde durchaus sehr fruchtbar in der digitalen Lehre Kleinstgruppenarbeiten, also das Arbeiten mit Breakout-Räumen beispielsweise, wenn man jetzt von Zoom spricht. Denn häufig können ja Seminarräume, also wenn wir an das klassische Seminar denken, da ist man meistens gar nicht der Platz, um kleine Gruppenarbeiten direkt im Seminar leisten zu können und sich dann auch auszutauschen, ohne dass die anderen Gruppen einen sozusagen stören. Aber was habt ihr denn noch an positiven Erfahrungen oder Techniken, die funktionieren,
zu ergänzen. Stefanie. Also ich war zuallererst sehr froh, als ich erfahren habe, dass die Uni einen eigenen Matrix-Server bekommt, weil ich das auch unabhängig von diesem Semester als ein sehr, sehr nützliches Tool erachte. Gerade weil ja wirklich auch jeder Studentenaccount dann mehr oder minder automatisch bekommt. Und das tatsächlich vieles erleichtert, wenn es dann richtig genutzt wird. Und allgemein bin ich auch ein sehr großer Freund von diversen asynchronen Formaten, einfach weil man sich damit die Zeit auch besser einteilen kann, weil man wirklich Sachen mal irgendwo hinschieben kann, wo man vielleicht eher die Möglichkeit hat, es sich anzuhören und nochmal Revue passieren zu lassen. Und ich finde auch gerade da die Videoaufzeichnung sehr schön, weil es einfach, ja, wie gesagt, auch zum Wiederholen ist ja eine schöne Sache ist. So was die Synchronformate angeht, hat das, sofern denn die Technik richtig funktioniert, hat eigentlich auch sehr gut funktioniert. Und ich war angenehm überrascht, dass es einen auch durchaus zu mehr Mitarbeit motiviert. Also, okay. Ja. Danke, Stefanie. Hier vielleicht auch noch kurz ergänzt, dass hier nochmal Zustimmung einmal für das Einführen von Matrix kam und dann eben, dass die asynchrone Lehre auch die Vorteile liefert, es sich zum späteren Zeitpunkt nochmal anzuschauen. Jessica, du hast dich auch noch gemeldet. Ja, also ich wollte ähnliche Sachen sagen, dass mit dem zum Beispiel auch, dass ich sagen kann, ich gucke mir den einen Teil der Vorlesung an dem Tag an und arbeite das dann durch und mache den zweiten Teil an dem anderen Tag, dass ich das auch ein bisschen splitten kann, fand ich zum einen sehr angenehm und zum anderen hatte ich auch eine Vorlesung, die 2 Doppelstunden ging. Die wurde zwar synchron auch über Zoom gemacht, aber es war trotzdem ganz angenehm, weil man sich einfach nach dem Talks zwischendurch einen Kaffee holen konnte oder so. Das war schon ganz angenehm. Genau. Und ansonsten finde ich, dass man einfach sehr, sehr viele Skills gelernt hat, was zum Beispiel eine digitale Infrastruktur aufstellen für eine Gruppenarbeit angeht, die ich sonst vielleicht einfach nicht gelernt hätte. Ja. Okay, vielen Dank. Ich möchte vielleicht auch noch anmerken, gut, das ist natürlich auch, wird nicht in jedem Seminar der Fall sein, als einen weiteren positiven Aspekt. Ich hatte das Gefühl, durch so Projektarbeiten oder Ähnliches, die es gab, dass man jetzt mal wesentlich bewusster mitbekommt, was die Studierenden im Seminar eigentlich schaffen. Weil häufig, wenn irgendwie eine Seminararbeit oder so geschrieben werden wird, ich bekomme ja gar nicht mit, was die anderen Studierenden da dann letztlich leisten. Und wir haben tatsächlich dann die Ergebnisse auch zielgerichtet in einzelnen Seminaren ausdiskutiert. Das habe ich persönlich als sehr fruchtbar empfunden, einfach auch zu sehen, was andere Studierende so schaffen. Da würde ich mir, das würde ich mir auch für die Zukunft durchaus wünschen, aber da kommen wir später auch nochmal hin. Gut, jetzt haben wir schon mal erste positive Aspekte gesammelt. Kommen wir doch mal zur Gegenseite. Also was hat in euren Augen gar nicht geklappt? Wo gab es Frustration? Wo muss ich definitiv was ändern? Veronika. Genau, also den zu positiven Sachen kann ich mich nur anschließen, wollte ich noch bemerken. Negativ fand ich, zum Beispiel hatten wir Seminare, die nur über schriftliche Chats stattgefunden haben und das auch zu einer zeitgebundenen Zeit. Das war extrem schwierig. Also wir waren irgendwie 60 Leute oder so und man kann sich das vorstellen, eben echt aus anderen Chatsituationen, aus privaten, wenn da mehrere Leute zeitgleich irgendwas schreiben, das endet meistens in ein größeres Chaos und das ist dort halt auch passiert und das hat mich extrem demotiviert. Also ich habe dann auch das Seminar kaum noch aktiv beteiligt mitnehmen können. Ich habe dann meistens nur noch mitgelesen irgendwie, weil ich einfach zu langsam im Tippen war. Also das Thema war schon vorbei und ich war dann erst so bei meiner Meinung irgendwo. Genau, aber das hätte man halt leicht mit einem einfachen irgendwie virtuellen Chat lösen können mit Kamera und Sprechfunktion. Wurde aber halt von der Dozentin nicht angestrebt, weil es für sie zu kompliziert war. Das fand ich sehr schade. Also das war so die negativste Sache, die vielleicht erzählenswert ist. Okay, Dankeschön. Jessica?
Also ich kann mich insofern anschließen, dass ich glaube, dass alle Seminare, Vorlesungen, Übungen, die nur darauf beruhen, dass man Dokumente hochlädt und in schriftliche Kommunikation, und da ist es egal, ob es ein Forum ist oder selbst ein Matrix-Chat, das ersetzt es halt nicht. Also man braucht irgendwie zumindest in irgendeiner Form mündliche Kommunikation. Und das hat sich eigentlich bei mir in allen Seminaren und Vorlesungen nach und nach entwickelt. Das war halt vor allem am Anfang schwierig. Und deswegen will ich aber, das habe ich vorhin vergessen, wirklich nochmal auch die Kommunikation an der Stelle loben, zumindest mit meinen Dozierenden. Also die haben sich schon Mühe gegeben, dann auch tatsächlich das im Semester schon zu evaluieren und zu versuchen, darauf einzugehen. Aber ich meine, das war jetzt meine Erfahrung. Ich glaube, da gab es auch wirklich viele andere Beispiele. Okay, vielen Dank, Jessica. Stefanie, was sind deine Erfahrungen wo übst du Kritik? Also meine negativste Erfahrung war ein Kurs, wo der Dozent unbedingt darauf bestand, Präsenzlehre zu beantragen, trotz dass es in dem Bereich einfach wirklich absolut nicht gerechtfertigt ist, weil ich meine, wir brauchen kein Labor, kein gar nichts. Und ich habe mich dann aus dem Kurs auch abgemeldet, da das für mich selber nicht machbar ist. Und das fand ich als wirklich am negativsten. Und am zweitnegativsten würde ich die Kurse betrachten, wo es gar keine Kommunikation gibt und wirklich nur und ausschließlich PDF-Dateien. Außer wenn man dann wirklich ein Tutorium dazu besucht hat. Und dass dann entsprechend die ganze Arbeit für die Kommunikation an den Tutoren hängen geblieben ist, was natürlich auch wirklich ein großer Workload ist, was meiner Meinung nach ungerechtfertigt ist, da auch die Dozenten sich ein bisschen darum kümmern könnten. Und das empfand ich wirklich als negativ. Ansonsten hat eigentlich nicht nur gestört, dass BigBlueButton sehr große Probleme mit Breakout-Sessions hat. Also zumindest bei den Geräten, die ich habe, hatte ich öfters Probleme, dass ich nach einer Breakout-Session nicht mehr ins Audio reingekommen bin, ohne den Rechner komplett neu zu starten. Und da verpasst man leider sehr viel von der Vorlesung, was dann nicht sinnvoll ist. Oder dass halt auch die Gruppenarbeiten zeitlich zu kurz gefasst waren. Wenn man das die ersten Male macht und vielleicht die Technik wirklich ein Problem hat, wenn man halt auch in die Breakout-Session nicht gleich reinkommt, weil da irgendwas schiefläuft und dann die Gruppenarbeit schon zur Hälfte rum ist, weil man nur 3 Minuten dafür bekommen hat. Das hat mich zum Teil sehr geärgert, weswegen ich mich dann von den Kursen auch verabschiedet habe, weil das für mich auch kein produktives Arbeiten war, wenn es vor allem auch jede Sitzung so ist. Und ja, das sind, glaube ich, so die einzigen Punkte. Okay, danke schön. Und Gregor. Ich muss doch sagen, dass es bei mir tatsächlich kaum irgendwas gab in den Kursen, die ich belegt habe, die großartig negativ ist. Also ich könnte jetzt so Kleinigkeiten anmerken, wie das Zoom ab und zu einfach mal den Klang, also wenn man reinkommt, einfach mal nichts hört, das ging aber relativ schnell zu lösen, oder dass man halt einfach mal Zoom sich nicht eingewählt hat oder diese Breakout-Rooms einfach mit 10 Minuten einfach sehr knapp bemessen sind, aber das sind alles so Probleme, die nicht großartig ins Gewicht gefallen sind und die leicht zu beheben sind. Also ich denke, das kann man auch festhalten, wenn es einfach sehr wenig negativ. Okay, danke schön. Und Jessica, du wolltest noch mal was ergänzen? Ja, eine Sache, die mir noch eingefallen ist, die ich vorhin nicht mit genannt habe. Was ich problematisch fand, wofür jetzt vielleicht die Dozierenden auch direkt nichts konnten, war, dass sehr, sehr lange unklar war, wie die Prüfungen stattfinden, wann sie stattfinden, ob sie stattfinden. Das war noch ganz, ganz fürchterlich. Und was ich auch noch glaube, was ich noch anmerken möchte, wenn Seminare 1:1 probiert werden, so zu übersetzen, dann braucht man nicht darauf hoffen, dass genauso eine Mitarbeit existiert, wie sie real ist. Also das, was Stefanie angedeutet hat vorhin, dass es da mehr Mitarbeit gibt, also das war bei mir in dem Seminar, was 1:1 so umgesetzt werden wollte, definitiv nicht der Fall. Und ich würde sagen, dass ich eigentlich rege mitarbeite, aber das ist einfach, das kann man in einem Seminar so nicht machen. Also man fragt nicht über eine Videokonferenz, ob jemand anderes mal den Text vorlesen kann. Also da kommt man sich auch einfach ein bisschen blöd vor. Genau, also da ist einfach eine Weiterarbeit an den Tools oder an den Formaten nötig. Okay, kurz zur Ergänzung. Bei dem Punkt mit den Prüfungen gab es gerade Zustimmung von allen.
Also das ist, glaube ich, wirklich von uns allen ein wichtiges Anliegen. Stefanie hat sich gerade auch noch mal zu Wort gemeldet oder wollte sich noch mal zu Wort melden. Oh nein. Mit thematische dort ist so umgesetzt werden soll, wie man sie normalerweise in einem Raum miteinander hätte. Das kann natürlich nicht funktionieren, da muss man sich auf neue Ideen einlassen und vielleicht überlegen, wie man das anders machen kann. Und in den Kursen, wo es anders umgesetzt wurde, ist zumindest, also habe ich zumindest ich bei mir gemerkt, dass ich signifikant mehr mitmache als sonst, da ich auch sonst eher sehr verschlossen bin und Gruppen von Menschen nicht gern rede, wohingegen ich jetzt am Rechner damit keine Probleme habe, und es deswegen für mich so leichter ist. Bloß dafür muss die Veranstaltung darauf auch angepasst sein. Im digitalen Raum kann man nicht agieren wie in einem Klassenzimmer. Okay, danke. Jetzt war tatsächlich der Anfang von deiner Antwort. Er ist wegen der Internetverbindung, glaube ich, gerade nicht vollständig zu hören. Also da sieht man auch wieder, das sind Probleme der digitalen Lehre, die durchaus auftreten können. Aber der zweite Teil ist dann auf alle Fälle hörbar gewesen. Da haben wir auch, glaube ich, noch ein wesentliches Problem. Wer also kein fixes Internet die ganze Zeit hat, für den wird es auch hier und da mal schwierig. Gut, dann kommen wir doch noch zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt. Was wünschen wir uns für die Zukunft? Was wünschen wir uns für das nächste Semester? Also Präsenz, Hybrid, komplett digital, was können wir mitnehmen? Ja, das soll jetzt noch unser dritte und wichtigste Block in meinen Augen sein. Genau, Gregor, fang einfach mal an und was du dazu zu sagen hast. Also die Situation ist ja nach wie vor nicht ganz klar, wie das jetzt weitergehen soll. Ich habe gehört, dass es irgendwie hybrid weitergehen soll. Allerdings, also ich kann das nachvollziehen, warum der Wunsch nach hybriden Unterrichten bzw. hybrider Lehre da ist. Halte es aber extrem schwierig, das durchzusetzen, weil am Ende ist die Folge ja, dass große Veranstaltungen wie Vorlesungen quasi digital stattfinden, sprich im besten Fall aufgezeichnet werden, sodass man sie sich quasi angucken kann, wenn man möchte. Im schlimmsten Fall aber doch irgendwo synchron übertragen werden und dann ist halt einfach das Problem, wenn ich in einem Seminar real in den Räumen der TU sein muss und dann ganz, ganz schnell innerhalb von 10, 20 Minuten einen Raum finden muss, in dem, wo ich mich dann hinsetzen kann, am besten noch mit 1,5 bis 2 Metern Abstand zu meinen anderen Kommilitonen und mir dann quasi dann in den Räumen der TU eine Vorlesungsaufzeichnung angucken muss, damit ich mit dabei bin. Also das halte ich für einfach nicht machbar. Also dann kann ich mich auch wirklich in einen Hörsaal reinsetzen, wo 2 Plätze frei sind und das ist vielleicht dann sinnvoller, als zu sagen, okay, Sie müssen zwar vor Ort da sein für die Seminare, aber dann auch ganz, ganz schnell auch eine Internetverbindung haben, einen Internetarbeitsplatz und ähnliches. Also ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Dankeschön. Jessica, wie ist deine Erwartung oder deine Wünsche? Also ich würde direkt mal auf Gregor reagieren. Ich glaube, das ist insofern möglich, dass man Vorlesungen, also Großveranstaltungen, tatsächlich aufzeichnen muss, beziehungsweise meinetwegen auch irgendwie Folien mit Audio oder Skript zumindest mit Audiospur, das geht schon auch, aber dass man halt einfach zu verschiedenen Zeiten darauf zugreifen können muss, also dass es eben tatsächlich dann wahrscheinlich nicht mehr so gut über Livestream geht, außer man sagt, man macht das irgendwie nachmittags oder abends, dann ist es vielleicht noch besser möglich. Aber ich halte es durchaus für sehr, sehr sinnvoll, gerade auch für die Erstsemester, nächstes Semester, die ja dann auch zu uns an die Uni kommen, dass zumindest in Teil, also gerade Übungen, Seminare wieder stattfinden, weil, also ich persönlich hätte mir nicht vorstellen können, Mathe im ersten Semester digital zu machen. Also da wird man einfach konfrontiert mit einer ganz neuen Umgebung und man steht erstmal vor den Aufgaben und denkt sich so, what the hell? Und wenn man dann nicht abgleichen kann mit anderen Kommilitonen, dass es denen auch so geht, dann haben wir, glaube ich, eine sehr, sehr hohe Abbrecherquote. Ja, genau, da gibt es ja auch gerade wieder Zustimmung von den anderen. Stefanie.
Ja, und zwar habe ich da zu beiden Wortmeldungen gleich mehrere Sachen. Zum einen wäre für die hybride Lehre eine wirkliche Kommunikation unter den Planenden notwendig, damit man das wirklich auch so planen kann, dass man eben nicht an zwei Orten gleichzeitig sein muss. Und vor allem sehe ich da auch das Problem, dass häufig zu viele nur an ihr eigenes Fach denken. In vielen Bezügen und dass dort wirklich was getan werden müsste, weil asynchrone Lösungen für große Vorlesungen dort wirklich die besten wären. Und bezüglich allgemein, wie ich mir das Wintersemester vorstellen würde, ich für meinen Teil hätte es am liebsten komplett digital, aber aus verschiedenen gesundheitlichen Gründen, nicht bloß wegen Corona, aber da ich nicht das Master Dinge bin, muss ich wohl mit Hybrid leben. Bloß auch gerade für Erstis gerade für Erstsemesterstudenten fände ich eben Matrix gut, dass man ihn von vornherein dort Gruppen ermöglicht, sich zu finden, weil ich kenne das noch aus meiner ESE. Es ist so schwierig, auch in der ersten Woche überhaupt mit jemandem Kontakt aufzunehmen und man war immer dazu gezwungen, gleich jemanden irgendwie die eigene E-Mail-Adresse oder also private E-Mail-Adresse oder Handynummer oder so zu geben zur Kommunikation und das würde ja jetzt mit Matrix wegfallen. Und da wäre es halt interessant, dass man vielleicht einfach wieder lernt, zusammen auch online zu kommunizieren, weil man muss sich nicht notwendigerweise treffen, um miteinander zu reden. Also jedenfalls nicht ständig. Und man kann das durchaus umsetzen, auch im ersten Semester zueinander zu finden und sich auszutauschen, ohne in kleinen Räumen zusammenzustecken. Dankeschön, Stefanie. Hier gibt es vereinzelt dazu Gegenstimmen, inwieweit eine direkte Kommunikation auch über Chat oder digital in gleicher Weise und Qualität möglich ist wie im realen Treffen. Das möchte ich da kurz dazu ergänzen. Wir hören erstmal noch die Stimmen von Veronika und dann gibt es hier noch einige Reaktionen auf die bisherigen Äußerungen. Genau, also ich würde mich auch sehr über eine Hybridlösung freuen. Ich muss dazu sagen, ich habe in meinem Studienablaufplan jetzt wahrscheinlich keinerlei Vorlesungen mehr, also nicht mehr so viel. Das meiste sind alles nur noch Seminare und gerade da würde ich es schon sehr begrüßen, wenn wir da wieder Präsenz haben, weil ich habe lernen müssen, dass man sehr viel auch zu den Texten, das ist ähnlich wie eine Präsenzlehre, man liest die zu Hause, das ist jetzt nicht viel anders gewesen im digitalen Semester, aber gerade der Austausch mit Kommilitonen über Texte ist elementar in meinem Studium und das hat halt über Chatfunktionen überhaupt nicht funktioniert. Also auch egal, ob mit Videochat oder nicht, weil es einfach nicht das Gleiche ist, wenn man halt zu dritt erstmal über irgendwas diskutieren kann und dann später halt im Plenum was sammelt. Es funktioniert, hat bei mir nicht so funktioniert. Deshalb würde ich mich freuen, wenn das wieder zurückkehren würde. Trotzdem aber die Vorbereitung alles vielleicht also in der Online-Lehre bleiben würde. Vor allen Dingen so Input-Videos oder Impuls-Videos hatten mir ganz viel und die haben mir auch sehr gefallen. Wo einfach schon mal eine Richtung für eine Diskussion vorgegeben wurde oder Aspekte eingebracht wurden, auf die man selber nicht bei der Lektüre kommt, dass man dann gezielter in Seminaren arbeiten kann und nicht immer als erstes, ja, wer hat den Text gelesen und wie sieht es aus, wer hat sich Gedanken gemacht, dass das einfach wegfällt. Wer den Text nicht gelesen hat, kann sich das 15-Minuten-Video angucken und weiß auch ungefähr, um was es geht. Aber wenn es halt jemanden interessiert, vor allen Dingen dann, der den Text gelesen hat, kann dann halt spezifisch mit Kommilitonen darüber reden. Okay, vielen Dank, Veronika. Wir kommen schon langsam dem Ende der Zeit entgegen, aber ich habe hier noch drei Wortmeldungen, die ich gerne abschließend noch nutzen würde. Und deshalb, Jessica, was möchtest du noch ergänzen? Ja, also ich war die leise Gegenstimme bei Stefanies Aussage, dass man sich auch digital ja, also man kann natürlich digital kommunizieren, aber dass man direkte Freundschaften schließen kann und irgendwie in den direkten Austausch kommen kann, das sehe ich persönlich nicht so. Also für mich war es auch wichtig, irgendwie mit Kommilitonen Mensen zu gehen, mich irgendwie von Vorlesungsraum zu Vorlesungsraum oder Seminarraum zu Seminarraum zu bewegen. Und
Ja, also genau. Und was mir aber noch wichtig war zu ergänzen, was glaube ich ganz, ganz wichtig ist für das nächste Semester, ist eine einheitliche Struktur oder eine einheitlichere Struktur. Gerade wenn wir jetzt sagen, wir haben eine Hybridform, ne? Dass man dann halt sowas vorgibt wie, ja, die Vorlesungsinhalte müssen asynchron irgendwie geteilt werden. Und dann sind wir nämlich schon wieder bei dem nächsten Punkt. Wenn das der Fall sein soll, dann brauchen wir eigentlich auch Weiterbildung im Sinne von erstens, wie mache ich das? Zweitens, wie mache ich das mit Lizenzen eigentlich auch? Also wie ist das im Bereich Open Educational Resources? Und genau auf die Fragen muss es Antworten und Weiterbildungsmöglichkeiten geben. Ja, guter Punkt. Da gab es auch gerade viel Zustimmung zu deiner Aussage. Gregor, was möchtest du noch ergänzen? Es gibt noch zwei Sachen, die ich ergänzen wollte. Einerseits ist mir jetzt noch eingefallen, also wenn bloß die Seminare stattfinden, wird es trotzdem die Situation geben, dass sich wieder alle in den Pausen quasi in die Busse reindrängeln und dann ist wieder die Frage, inwiefern halt diese Abstandsregeln und Ähnliches sinnvoll ist. Und das Zweite ist, wenn man jetzt mal über das Wintersemester hinausdenkt, wäre es für mich tatsächlich sehr wünschenswert, wenn es eine Form von Flipped Classroom quasi an der Uni gäbe, sprich, dass Vorlesungsaufzeichnung, also Input quasi aufgezeichnet wird, sodass man das quasi dann im Nachhinein sich angucken kann, wenn man halt Zeit hat. Das kann man ja durchaus damit kombinieren, dass die Vorlesungen tatsächlich zu bestimmten Zeiten in den Hörsälen stattfinden und aufgezeichnet werden. Aber dass man halt auch trotzdem die Möglichkeit hat, sich das zu anderen Zeitpunkten anzugucken und dann halt auszudiskutieren in kleineren Seminargruppen. Und die Kommunikation mit dem Dozenten kann ja dann, oder der Dozentin kann ja dann trotzdem immer noch über Matrix stattfinden, beziehungsweise also besonders in irgendeinem Vorlesungschannel, sodass quasi die Fragen nicht doppelt gestellt werden und sich halt darüber auch eine Diskussion ergibt. Okay, dankeschön, Gregor. Stefanie. Du hast dich auch noch zu Wort gemeldet. Ja, ich hatte tatsächlich auch an was Ähnliches gedacht. Wie gesagt, ich verstehe durchaus, dass Menschen gern sich miteinander persönlich treffen und unterhalten. Bloß, dass man die Planung dessen komplett ins Digitale verlegt und sich wirklich in kleinen Gruppen trifft, um eben zum Beispiel die Menschenansammlung in Bussen und so zu vermeiden. Und überhaupt, dass zu viele Menschen gleichzeitig in viel zu kleinen Räumen stecken. Dass man das einfach auf kleinere Gruppen aufteilt, aber dafür funktioniert eben das klassische Modell des Seminars nicht wirklich. Da bräuchte man wirklich die Möglichkeit, das flexibler über den Tag verteilt zu machen und sich in kleineren Gruppen zu treffen, wo eben entsprechend Kontakt knüpfen über eine entsprechende Online-Lerngruppe funktionieren könnte. Bloß dafür müsste man halt auch miteinander kommunizieren. Und das ist mir viel aufgefallen, das fehlt vielen, dass sie sich darauf nicht einlassen können, wirklich an Chat regelmäßig zu benutzen zum Beispiel, um eben auch ab und an mitzubekommen, wenn irgendwas gesagt wurde. Und ich rede hier nicht von komplexen Themen, sondern wirklich Absprachen. Also dass man vielleicht, weiß ich nicht, Matrix auf dem Handy hat und ab und an doch mal mitbekommt, wenn jemand was geschrieben hat, sodass man sich dann absprechen kann, sich zu treffen und wirklich was zu machen. Weil ich verstehe, dass das Persönliche wichtig ist. Bloß dafür muss ich nicht den ganzen Tag an der Uni sein und muss ich einfach nicht den ganzen Tag dort sein. Das kann ich auch wirklich so verlegen, dass ich es wann anders plane. Okay, vielen Dank, Stefanie. Wir sind jetzt schon über die geplante halbe Stunde tatsächlich drüber. Deshalb würde ich das jetzt beenden. Ich denke, hier gibt es noch ganz, ganz viel Diskussionspotenzial und vermutlich werden wir auch noch eine zweite oder dritte Runde dazu produzieren, weil wir können in einigen Bereichen noch deutlich in die Tiefe gehen. Ich denke, was wir uns ganz, ganz grob für das nächste Semester mitnehmen können als Wunsch, der von uns Studierenden kommt, ist ein Konzept, ein einheitliches Konzept. Und wenn das gut steht und da alle miteinander, also alle auch zusammen mitarbeiten können, dann kriegen wir das schon irgendwie hin. Und wie das dann aussehen wird, das werden wir noch sehen. Genau, wir bedanken uns ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und wünschen euch ja eigentlich schon mal einen guten Sommer. Und ganz wichtig, bleibt gesund. Ja, das war ja eine ganze Menge an Input, der hier in dieser halben Stunde gelaufen ist. Wie Sie und ihr gesehen habt, habe ich mir einige Notizen gemacht. Und ich würde ganz gern darauf jetzt nochmal Bezug nehmen und schalte deswegen mal die Kamera auch um. Vielleicht ganz kurz
Was man zusammenfassend sagen kann, ist offensichtlich, dass der zentrale Wunsch danach, dass es ein einheitliches Konzept gibt, eine einheitliche Struktur, an der man sich orientieren kann, an der vor allen Dingen bestimmte Termine klar kommuniziert werden, sodass in die eigene Planung das Ganze integriert werden kann, scheint eines der zentralen Anliegen der Studierenden zu sein. Was ich nur unterstreichen möchte, ich kann nur so viel sagen, dass wir zum Beispiel an der Fakultät SLK ab August im Institut für Germanistik an einem gemeinsamen Konzept arbeiten werden, das wir dann auch kommunizieren können und schlussendlich, dass wir dann so etwas realisieren werden können für das Wintersemester, nämlich, dass wir eine einheitliche Kommunikationsstruktur haben, überhaupt so etwas wie ein Konzept und uns durchaus darüber im Klaren sind, dass man im digitalen Raum nicht agieren kann wie im Klassenzimmer. Das hat Stefanie gesagt, also wir brauchen neben einer verlässlichen Kommunikationsstruktur, neben einem Konzept für die digitale oder Lehre in Präsenz, auch so etwas wie eine neue Didaktik. Und sehr häufig wurde hier der Flipped Classroom genannt, an ganz unterschiedlichen Stellen, nämlich was hat gut funktioniert, das schiebe ich jetzt mal ganz kurz weg. Was hat gut funktioniert im Semester, was hat weniger gut funktioniert? Immer wieder ganz wichtig die Perspektiven auch Studierende mit Kindern oder Studierende mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen, die tatsächlich sich nicht so schnell bewegen können oder auch Sorge haben müssen, wenn sie im ÖPNV unterwegs sind. Aber was ist das zentrale Moment? Das zentrale Moment kritisiert wurde, wenn hauptsächlich asynchron und schriftlich kommuniziert wird im Semester, aber auch wenn synchron und schriftlich kommuniziert wird. Das sind die zwei problematischen Kommunikationsachsen gewesen oder natürlich, wenn überhaupt nicht kommuniziert wird, aber das versteht sich, glaube ich, von selbst. Gefordert hingegen wurde mehr oder weniger eine Zweiteilung in allen diesen drei Slots mit Vorteilen, Nachteilen und dem, was man sich wünscht, nämlich, dass man so etwas wie einen asynchronen Input hat, ja, und dass man so etwas wie einen synchronen Austausch hat und dabei idealerweise sowohl mündliche wie schriftliche Modi benutzt, um nicht nur in Schriftkommunikation miteinander umzugehen. Stichwort 10 Fingertippen. Ich glaube, Veronika Saalbach war das. Ja, daneben der Flipped Classroom schon erwähnt als eine zentrale Idee, die Digitalität eigentlich nicht voraussetzt, aber mit Inputs entsprechend begünstigt wird und dementsprechend dann die Arbeit vorstrukturiert, und zwar in Kleinstgruppen, für die es natürlich dann so etwas wie eine Raumkoordination und Planung geben sollte im digitalen Raum. Und ganz zentral wurden auch genannt Lizenzproblematiken, das Thema Weiterbildung, und zwar möglicherweise für Studierende und Lehrende gleichzeitig. Da wir das aber wahrscheinlich alles nicht in einem Schlag realisieren werden können, würde ich zwei Dinge ins Spiel bringen, nämlich zum einen, muss ich aufpassen, dass ich jetzt nicht zu dick schreibe, also wir hatten hier das Thema OER, das wird uns noch häufig beschäftigen, und zum anderen das Thema der Weiterbildung, und hier würde ich die Makerspaces ins Spiel bringen, die Makerspaces und Mentoring-Programme. Ja, so viel, glaube ich, für heute zu diesem Gespräch, zu diesem interessanten Input und zu dieser Auswertung des Gesprächs. Diese Präsentation werde ich jetzt fortführen und fortsetzen für den Fall, dass es hier noch Anschlussgespräche gibt, auf die ich mich sehr freue. Für heute soll es das erstmal gewesen sein. Vielen Dank noch einmal an der Runde. Die Rechte im Übrigen für das Originalvideo liegen mit einer Creative Commons Lizenz bei Eric Gebel. Das heißt, er kann natürlich diesen Gesprächsmitschnitt auf seinem eigenen YouTube-Kanal veröffentlichen. Und auch alle anderen sind eingeladen, dieses Material, was ich hier zur Verfügung stelle, weiter zu benutzen. Ich bin ganz herzlich, ihr Alexander Lasch, und hoffe, dass wir uns dann beim nächsten Mal und beim nächsten Video in dieser Reihe wiedersehen.